Ein neuer Legendary Dungeon ist raus! Wenn man eine Kugel direkt in die Luft schießt, würde diese dann zurückfallen und möglicherweise jemanden treffen und verletzen? Kurz ja. Und damit, hey Leute, wir sind mal wieder zurück in Shakes and Fidget. Hin und wieder machen wir ja diese Update-Videos und was soll ich sagen, ich bin fast Level 370. Wow. Aber das Wichtigste heute wird sein, der neue Legendary Dungeon. Meine Gilde ist mittlerweile Platz 30. Irgendwie schwanken wir die ganze Zeit zwischen Platz 30 und 33. Wir spielen auf der deutschen Welt 42. Die Gilde heißt die Glorreichen. Also tretet gerne bei. Spielt mit uns. Wie gesagt, unser Ziel ist es, Platz 1 auf dem Server zu werden. Das ist viel Gold. Aber wir haben auch verdammt viel Gold. Lass mich einmal ganz kurz in meine Festung reingucken. Ja, das sieht gut aus. Alles ist voll. Wir können ja nicht viel tun. Okay, dann lasst uns gemeinsam in die diabolische Betriebsfeier gehen. Lustiger Name für ein Dungeon. Privatparty. Bald ist sie nicht mehr so privat. Play. Okay, das war laut. Oh, die haben Spaß. Alter, die Party sieht nice aus. Wieso wurde ich nicht eingeladen? Das Würstchen sieht aber irgendwie komisch aus. Ich glaube, das sind wir. Oh nein. Er exposed uns vor all den Gästen. Er stellt uns bloß. Und... Wir haben sogar das Würste geklaut? Natürlich ist er sauer! Und ich verstehe das auch vollkommen! Oh. Okay, ich bin gespannt auf den Legendary Dungeon. Wissen, wie man eine ordentliche Betriebsfeier schmeißt. Schade nur, dass du nicht eingeladen bist. Finde ich auch schade und ehrlich gesagt ein bisschen frech. Aber deswegen haben wir zur Rache auch das Würste geklaut. Stufe 1 bis 25. Lethargie-Katakomben. Betreten. Die Stille macht dir mehr Angst als jedes Geräusch. Was soll das bedeuten? Ich habe keine Angst. Obwohl es schon komisch ist, dass es so leise ist auf einer Party, auch wenn wir gerade... Vielleicht hättest du mehr Schlüssel mitnehmen sollen. Ich muss direkt am Anfang durch eine Falle gehen? Wie doof ist das denn? Ich habe schon so viel Leben verloren. Hier können wir nichts plündern. Achtung, eine Opfertür. Um diese Tür zu öffnen, brauchst du keinen Schlüssel. Stattdessen musst du einen Teil deiner Lebensenergie opfern. Alter, wie krank ist das denn? Sind wir hier bei Saw angekommen? Oh mein Gott. Ein gefallener Krieger. Oder schläft er nur? Sieh doch einmal nach, ob er etwas Nützliches in seinen Taschen hat. Ich glaube, er schläft nur. Ja, es war klar. Wieso höre ich überhaupt noch auf den Erzähler? Der erzählt nur Unsinn. Und die Monster machen schon ziemlich viel Schaden. Scheinen sich deine Mühen zu lohnen. Was hat sich bisher gelohnt? Sieht er irgendwas, was ich nicht gesehen habe? Oder schläft er nur? Ich versuche ihn trotzdem zu plündern. Wieso ist das jedes Mal so? Ich habe so viel Pech. Wir sind gerade mal in Raum Nummer 4 angekommen und haben schon Hälfte Leben verloren. Und wir haben einen Schlüssel. Den benutzen wir direkt mal. Olle Kiste hier hingestellt. Da kann ja nur billiges Zeug drin sein. Ja, das sehen wir. Seien wir mal ehrlich, Beute ist Beute. Würde ich auch sagen, Beute ist Beute. Ich weiß nicht, was das ist, aber das sah schon billig aus. Ja, ich fühle mich beobachtet. Jeder weiß, dass es Monster gibt, die Socken und wichtige Schlüssel einfach irgendwo verstecken. Wieso Socken? Schlüssel sind eine harte Währung hier drinnen. Also schau, was du dafür bekommen kannst. Aber wieso Socken? Oh, null Schlüssel. Vier Räume lang kannst du Monster mit einem Schlag töten. Das ist nice. Das nehmen wir direkt mit. Achtung, eine Opfertür. Wir nehmen nicht die Opfertür, auf gar keinen Fall. So lebendig. Den töten wir mit einem Schlag. Perfekt. Wir sammeln jetzt erstmal Schlüssel. Ist ohrenbetäubend. Oh, natürlich laufe ich nicht durch die Falle, weil ich keinen Bock habe zu sterben. Ich weiß nicht, wer die Kiste hier hingeräumt hat. Okay, wohin gehen wir? Rechts oder links? Ich vertraue auf rechts. Alle Gegner gegen dich. Das macht Gegner irgendwie aus. Gegner sind immer gegen mich. Easy. Wir haben noch einen Raum lang den Buff. Das heißt, wir versuchen mal extra gegen Monster zu kämpfen. Was wir nicht geschafft haben. Wir hätten in den anderen Raum gehen sollen. Die Existenz eines solchen Wesens halten viele für Hörensagen. Was ist das auch für ein Ding? Es hat hinten Rollen, es hat Snacks auf dem Kopf. Ich kann euch selbst nicht sagen, was das für ein Wesen ist. Ich habe es nicht mal in einer Saga bisher gehört. Ich spüre, dass ein Fluch auf diesen Gemäuern lastet. Ja, ich versuche dem Fluch zu entkommen. Wie geht's dir, mein Rabe?
Alter, wir haben jetzt schon fast gar kein Leben mehr. Ein goldener Raum. Die Räume hinter diesen Türen sind einzigartig. Nice. Und etwas ganz Besonderes. Ob besonders schlecht oder gut, sei mal dahingestellt. Ich hoffe mal auf gut. In solchen Situationen ist es wichtig, mit Bedacht. Was ist passiert? Furcht zu oh, das Wasser läuft hier. Nach Schwefel. In ein Zimmer rein? Hätten wir gewartet, wären wir dann gestorben? Sowas gab's ja bisher noch gar nicht. Oh, noch ein einer. Goldener Raum. Aber mein Leben ist relativ low. Jetzt weißt du endlich, wo die ganzen Gegenstände landen, die ins Klo geworfen werden. Hier? Wer hat was gegessen, damit da ein Knochen rauskommt? Oh, ich habe einen Gegenstand bekommen. Okay, wo lang laufen wir? Wenn ein Monster kommt, sind wir down. Ich loote die Kiste mal trotzdem und wir haben was bekommen. 10 Räume lang, 100% mehr Gold aus Kisten. Der Fairness halber wird über dein Schicksal hier. Oh, nice! Ein Drehrad! Komm schon! Lass da irgendwas Interessantes dabei sein! Bitte! Plus ein Schlüssel. Okay, immerhin. Besonders spannend machen. Wir gehen mal nicht zum Monster, weil da gehen wir drauf. Ich laufe an dir vorbei, es tut mir leid. Wir schließen den Raum auf. Eine Truhe. Wir dürfen jetzt erstmal keine Gegner mehr treffen. Schon wieder mehr Gold. Nice. Eine Opfertür. Um diese Tür zu öffnen. Wie unfair ist das denn? Wir haben jetzt verloren, hundertprozentig. Wenn wir durch die Falle laufen, tötet uns die Falle. Wenn wir die Opfertür öffnen, tötet uns die Opfertür, die Opfertür. Das ist eine Situation, wo wir nicht gewinnen können. Ich bin ratlos. Wir nehmen die Opfertür. Es gab nie viel Hoffnung. Aber jetzt ist sie erloschen. Danke, dass du wenigstens auf meiner Seite bist. Wir betreten den Dungeon mal weiter. Wie Phönix aus der Asche bist du im Dungeon auferstanden. Oh, eine Truhe. Ich möchte mindestens bis Raum 25 spielen, weil da kommt der erste Boss. Wir haben 3 Schlüssel. Das reicht mir nicht. Wir haben ja volles Leben. Um zu fliehen. Oh, netter Smoking. Cool. Es ist zu spät für ihn, um zu fliehen. Läuft über den ja, der kalte Schauer tut mir jetzt auch nichts mehr. Was ist Fluch? Oh, komm, gib mir einen Buff. Was haben wir bekommen? Die nächsten 4 Fallen entschärfen. Okay, das heißt, wir gehen einfach durch die Fallenräume durch. Ich weiß, dass ich was zu erledigen habe. Oh, Achtung, ich wollte gar nicht flüchten. Um diese Tür zu öffnen, brauchst du keinen Schlüssel. Zählt eine Opfertür als Falle? Natürlich nicht. Wer hat denn die olle Kiste? Ich weiß sau nicht. Aber bisher waren in Kisten Achtung, nur was Gutes drin eine bisher. Verfluchte Tür. Beim Öffnen dieser Tür wird dich ein Fluch heimsuchen. Dafür benötigst du keinen Schlüssel. Was sind das alles für neue Türen? Aber ich find's cool. Was ist das? Ein Wer Fluch. Hat denn die olle Kiste Fluchtchance. Ich flüchte sowieso nie. Und jetzt sollten wir in einen Raum kommen, wo ein Boss erscheint. Okay. Er muss dir leider mitteilen, dass er dich aus betriebsbedingten Gründen entlassen. Der wollte mich abschlachten. Was ist das denn für ein Assi? Kann ich hier vielleicht irgendwas nehmen? Weil der hat so viele coole Sachen. Anscheinend nicht. Anscheinend muss ich ihn abschlachten. Nice. Leiter der Personalabteilung. Alter. Der wollte mich wirklich abschlachten. Musst du zuvor am Ende jedes Dungeon-Abschnittes einen Zwischenboss besiegen. Okay, das ist klar. Als Belohnung dafür darfst du dir jeweils einen von 3 Schicksalsklunkern aussuchen. Schicksalsklunker besitzen die Macht, deinen Dungeon zu verändern. Die haben auf jeden Fall viel Neues jetzt hier reingebracht. Ihre Macht wird erst mit dem Besiegen des Endbosses gebrochen. Bei jedem weiteren Lauf durch den Dungeon kannst du dich wieder für neue Schicksalsklunker entscheiden. Okay, das hört sich nice an. Hier sind 3 Schicksalsklunker. Vorteil erhöht erfolgreiche Chance zu fliehen, brauche ich nicht. Verringert den Schaden von Opfertüren. Ich glaube, ich nehme den hier. Unser erster Segen. Als nächstes kommen wir in den Partykeller. Aber Leute, ich für meinen Teil denke, beende jetzt hier erstmal die Folge. Wie gesagt, spielt Shakes & Fidget gerne mal selber. Checkt den ersten Link in der Beschreibung aus. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, bye bye.